Valve möchte mit dem Steam Deck den Handheld-Markt dominieren. Ob und wie das gelingt, das besprechen wir jetzt. Viel Spaß. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite Gregor Katsios. Hallo Gregor. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Ist es nicht der G-Talk? Ich muss es ein bisschen variieren. Du kannst es nicht jede Woche bringen. Das muss sich immer noch frisch anfühlen. Okay, wir haben noch 25 andere Buchstaben mal für dich. Der T-Talk. Der T-Talk heute. Wir sind heute nur zu zweit, weil sich niemand anderes gefunden hat, weil alle sehr, sehr viel arbeiten und sehr, sehr hart arbeiten. Ich glaube, bei so viel Content, aber wir haben so viel zu sagen über die Sachen, die gerade passiert sind und passieren werden, dass einfach nicht kein Platz hier gewesen wäre. Ja. Absolut. Du sagst es schon ganz richtig, wir haben richtig viel vor heute. Wir werden unter anderem über das Steam Deck sprechen. Neues Handheld von Valve, das letzte Woche random einfach mal so angekündigt wurde. Das wird super interessant. Gregor konnte sich Psychonauts 2 anschauen. Jo. Eine kleine Preview, die du mehrere Stunden sogar gespielt hast. Ja, genau. Eine Preview-Fassung, sollte das Embargo mittlerweile gefallen sein. Also Internet ist wahrscheinlich voll, aber das coolste Preview findet ihr natürlich hier, ne? Mit den besten Eindrücken. Ganz genau. Und wir werden noch ein bisschen darüber sprechen, was wir so zuletzt gespielt haben. Und da würde ich ganz gerne sofort mit einsteigen wollen. Gregor, du hast mir ein paar Sachen geschickt. 500 Sachen habe ich dir ungefähr geschickt, ne? Ich habe sogar was rausgelassen. Du hast mir 3 Sachen geschickt. 2 von 3 kannte ich nicht. Das ist so richtig weirder Shit, den du mir da ohne Scheiß. Ich dachte mir so, sag mal, will der Typ eigentlich, dass diese Sendung erfolgreich ist oder nicht? Ich will über die modernen, neuen Spiele sprechen, die gerade rauskommen oder rauskommen werden. Zum Beispiel? Zum Beispiel über Cotton Reboot. Gut, möchte ich gerne sprechen. Cotton ist eine, können wir auch den Trailer gerne laufen lassen, ist eine klassische Shoot-em-up-Serie, die, ich glaube, von Sega damals zum ersten Mal umgesetzt wurde. Ist so ein bisschen in dieser Cute-em-up-Ecke zu verorten, also wo alles eher so knuffige Designs sind, aber dafür wirst du schön gequält mit knallhartem Schwierigkeitsgrad. Gab es auf vielen Systemen, viele Ports und so weiter. Cotton Reboot ist eine Neuauflage, die jetzt für Switch und PS4 zumindest, in den Versionen habe ich es gesehen, rauskommen wird, was neben dem Originalspiel für die X68000 Computer aus Japan auch noch eine Update-Fassung, wie du sie hier siehst, mit dabei hat. Und ich finde es ganz schön, dass gerade so alte Games, die damals eben ja nur einer kleinen Fangemeinde dann sozusagen bewusst waren, dass es sowas gibt, dass es jetzt auch die Möglichkeit gibt, das nachzuholen oder sowas zumindest mal zu erleben innerhalb von Download-Stores. Das ist das Original übrigens, das andere war die Neuauflage. Ist weiterhin ziemlich knallhart, gerade im Original. Die Neuauflage ist so ein bisschen sehr überladen, was Projektile und du hast die vielen Einblendungen und so weiter gesehen. Du kannst da immerhin den Schwierigkeitsgrad bei der Neuauflage runterdrehen. Ach, okay. Ich hab's also mal auf easy probiert, dann kommst du auch easy rüber. Aber wenn du das Spiel richtig erleben möchtest, und Cotton hat eben sehr guten Ruf in der Shoot'em-up-Gemeinde, also in den ganz Hardcore-Leuten da noch mit dabei, die fanden den Reboot auch ganz gut. Ich finde das Original einen Tacken besser, weil es mir einfach so überladen ist, das Neue. Aber dafür sind meine Reflexe auch nicht mehr die allerbesten. Wer sich's angucken möchte, ich fand's durchaus in Ordnung, ganz spaßig. Und Cotton an sich ist ja auch mit dem Original mit drauf, also kann man sich gerne mal geben. Sollte, wenn ihr es live guckt oder zur Erstausstrahlung, ab morgen, 20. Juli, erhältlich sein. Okay, es ist ein relativ altes Spiel, aber Neuauflage für Nintendo Switch und PlayStation. Genau, die 2 Versionen. Die alte ist drauf, plus die eine, die noch viel größere Zahlen hat, die explodieren auf dem Fernseher und gebügelt. Ist das übrigens so, dass du mit einem Knopfdruck dann diese Version wechseln kannst? Oder nein, musst du vorher immer auswählen? Es sind 2 verschiedene Spiele. Okay. Es ist auch inhaltlich komplett, also es ist neu gemacht, es ist wirklich rebooted. Mhm. Es ist also nicht einfach ein Remaster oder so, sondern 2 verschiedene Versionen, wo das alte als Bonus mit dabei ist. Das ist eine wichtige Info, okay. Ja. Alles klar. So, ich möchte auch über ein Spiel sprechen, das eigentlich schon letztes Jahr erschienen ist, wenn ich mich nicht irre. Ja, und jetzt ist der DLC rausgekommen und zwar ist es Streets of Rage 4. Geil. Mr. X Nightmare. So, und Streets of Rage hat, glaube ich, jeder von uns gespielt. Du hast es wahrscheinlich noch auf dem Sega Mega Drive gespielt. Achso, du meinst 4. Nein, die alten, ja. Die alten, ja. Und 4 habe ich auf der Switch gespielt. Genau, und Mr. X Nightmare ist ein DLC, spielt im Grunde nach der Story. Und zwar ist es so, dass die Welt im Grunde gerettet ist, aber unsere Heldinnen hier, die müssen sich dafür vorbereiten, wenn irgendwas schief läuft. Deswegen gehen sie in die Simulation von Mr. X und müssen sich in verschiedenen Herausforderungen messen. Ich finde es ganz geil, weil es so eine Art Survival-Mode ist. Du hast ein einziges Leben und versuchst dich halt durch die verschiedenen Etappen zu
Spielen das Ding ist, je nachdem, wenn du eine Etappe geschafft hast, bekommst du einen zusätzlichen Perk. Diesen Perk, das siehst du unter den Lebensanzeigen, die so glitzern. Mhm. Du kannst mehr Schaden machen, dein starker Schlag kann Elektroschaden machen, du bekommst einen zusätzlichen Power-Move und so kannst du dich halt immer weiterentwickeln während dieses Modus. Und das macht unheimlich viel Bock. Streets of Rage 4 ist generell ein absurd gutes Spiel, gerade im Koop. Und dieser Modus, der ist tatsächlich ganz geil, weil er nicht nur dir eine interessante Herausforderung bietet, sondern es gibt noch so ein paar Rollenspielelemente. Wenn du besiegt wurdest, also ein Leben verloren hast, bekommst du Erfahrungspunkte. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Erfahrungspunkten gesammelt hast, bekommst du neue Moves. Also bekommt Axel so einen krassen Dragon Punch und dann spielst du weiter mit dem, kannst du noch mehr Moves, die übertragen sich dann in das nächste Spiel oder in die nächste Runde, die du startest. Und so hast du halt nochmal so eine kleine Progression in diesem Modus, der echt viel Spaß macht. Ich habe ihn bisher nur alleine gespielt. Aber wie gesagt, ich habe den Hauptmodus, glaube ich, dreimal mit drei verschiedenen Personen durchgespielt. Es hat immer Spaß gemacht. Und das macht auch Bock, weil, und da kommt noch dazu, du hast neue Waffen, die super lustig sind. Du hast stellenweise so einen Schwertfisch, heißt er so, den du auch wirklich als Schwert benutzen kannst. Du hast neue Stages, das hat man auch im Trailer gerade gesehen, dass du so Retro-Stages irgendwann hast, dass du auch gegen Retro-Pixel-Feinde kämpfst. Das macht echt Bock, ist ein richtig gutes Spiel. Gibt es für die Switch, gibt es für PlayStation, PC und so weiter, Xbox auch. Kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, diesen DLC oder wenn nicht den DLC, dann wenigstens das Hauptspiel. Ist, ich kann es nicht oft genug erwähnen, ein absurd gutes Spiel und jeder sollte das gezockt haben. Ist für mich ein Essential zumindest für die Nintendo Switch. Wie viel war das jetzt für den DLC? Also wie viel kostet der? Oder? Das sind, glaube ich, 15 Euro oder so gewesen. Wow. Ich habe einen Review-Key bekommen. Bei dem Spiel, was damals eben so um die 20, glaube ich, gekostet hat, wenn ich mir nicht irre, ist jetzt auch schon ein bisschen her. 7,99. Ja, dann ist es ja noch im Rahmen oder so, aber das war ja eh schon im Original auch schon super vollgestopft. Ich kann mich erinnern, ich habe zwar jetzt mit bestimmten Charakteren nur durchgespielt, aber du konntest ja auch viele Retro-Charaktere freischalten, dass du am Ende 16, 17 Charaktere hattest, mit denen du spielen kannst. Jetzt kommen mit dem DLC noch so viele Sachen dann oben drauf. Ist immer noch ein sehr, sehr schönes Beat'em'up. Doppelt so lang wie die alten, vor allem, ne? Und auch doppelt so anstrengend, muss man sagen. Aber das Anstrengende ist das Gute in dem Spiel da, weil du dann dich auch mal wirklich beschäftigen musst mit den verschiedenen Charakteren und wie die Steuerung funktioniert, weil die Gegner nicht einfach nur Fallobst sind. Das fand ich ganz cool. Ja, ich sehe hier gerade auch auf Steam, dass man ist reduziert gerade der DLC, also so ein Veröffentlichungsbonus und alles zusammen für unter 20 Euro, 19 Euro, ist für mich ein absolut geiler Deal. Kann man sich durchaus mal angucken, weil, wie gesagt, ich finde vor allem den Artstil Hammer. Also du hast ja damals diesen Retro-Look gehabt und jetzt dieses handgezeichnete, wenn man bestimmte Stages durchgespielt hat, bekommt man dann nochmal zusätzliche Bonusmaterial, wo du dir wirklich den Prozess anschauen kannst, wie sie von Scribbles bis hin zum finalen Level. Das Spiel strotzt halt nur so vor Liebe zum Detail und deswegen guckt es euch bitte an, wenn ihr auch nur halbwegs Interesse an Brawler habt oder an Koop-Spielen. Ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Ein sehr gutes Spiel war auch The Legend of Zelda Skyward Sword. Die einen sagen so, die anderen sagen aber auch, nee, war es nicht. Ich möchte jetzt von Gregor wissen, der sich ein bisschen mit dem Remaster beschäftigt hat für die Nintendo Switch. Ich habe das Hauptspiel vor ein paar Monaten nochmal durchgespielt. Zum ersten Mal durchgespielt. Zum allerersten Mal komplett. Gregor, aber erstmal zu deinen Eindrücken. Wie war so dein Eindruck zu der Remaster? Sag Remaster dazu, dann passt es schon. HD nennen sie es, ne? Damit es auch keine Verwechslung gibt, weil jetzt ist wirklich in HD statt in ziemlich mageren 640x480 oder 360 oder wie viel das damals war von der Auflösung auf der Wii. Wer sich das ausführlich anschauen möchte, wir haben mit Fabian ja nochmal einen Review-Talk gemacht, wo wir dann alles ausklabüstert haben. Wir beide hatten das Spiel ausführlich gezockt und ich mach mal hier den Trailer an. Mach den Trailer mal gerne bitte an. Ja, bei Skyward Sword, das war ja eines der wenigen Spiele, die noch nicht in die Neuzeit gebracht wurden, war bisher nur exklusiv auf der Wii verfügbar, weil es eben auch rundum um die Bewegungssteuerung aufgebaut gewesen ist mit der Wiimote, dass durch das Wii Motion Plus damals akkurat dein Schwert
Gesundheit dann umgesetzt wird auf das Spiel und dementsprechend in die Kämpfe, in das Gameplay, in die Rätsel mit reingepackt wurde. Da haben wir uns gedacht, okay, wenn wir es auf die Switch packen wollen, du musst es ja auch unterwegs spielen können, ohne Bewegungssteuerung oder zumindest, dass du eine Möglichkeit findest, die Kämpfe anders umzusetzen. Das haben sie auch gemacht. Bewegungssteuerung ist noch drin, funktioniert über die Joy-Cons und fast genauso gut, würde ich sagen, wie mit der Remote. Aber zumindest hat mir die Bewegungssteuerung, da war ich sofort wieder drin und das intuitiv hat gut funktioniert. Das Einzige, was ich problematisch ein bisschen fand mit der Bewegungssteuerung, ist es, wenn du so diese Special Moves, ne? Nee, die Zeigemoves waren es tatsächlich. Special Moves ist ja weiterhin mit dem Schütteln und Drehen und so weiter bei der Bewegungssteuerung. Aber die Wii hat, habe ich jetzt rausgefunden, ich dachte bisher bei der Wii war es so, Skyward Sword, das hat die Sensorbar nicht benutzt. Ne? Das war eines der wenigen Wii-Spiele, die nur den Gyrosensor zum Zeigen benutzt haben. Und du musstest dann auch immer, wenn du dann die Wii-Version gespielt hast, kannst du dich erinnern, legen Sie bitte flach die Wii-Mode hin, damit sie sich kalibrieren muss. Das muss sie zwar nicht mehr machen, aber die Wii-Version hat anscheinend auch die Sensorbar gelegentlich, ohne dass du es weißt, benutzt, um dir noch mal ein bisschen zu assistieren dabei. Und ich muss immer ständig nachjustieren, wenn ich dann mit dem Joy-Con auf dem Fernseher zeigen möchte oder zumindest dahin zeigen möchte, wo ich dahin lenke. Du kannst alternativ aber auch den rechten Stick benutzen. Das ist das Geile, weil bei der Bewegungssteuerung hast du jetzt endlich einen Kamerastick optional mit dabei auf dem rechten Joy-Con. Also bin ich nicht mehr darauf angewiesen, nur die Kamera hinter mir zu zentrieren, sondern kann zur Not auch noch mal rumdrehen. Die Controllersteuerung ist okay. Ne, ich weiß auch nicht, wie sie es am besten hätten umsetzen können, weil der ganze Kampf ist jetzt auf dem rechten Analogstick. Ja, du hast einen Button, den du dann drücken kannst mit L1, um da den Kamerastick wieder draus zu machen, aber den musst du eben, ist doppelt belegt. Ansonsten hast du in die Richtung, wo du mit dem rechten Stick dann nicht hinbewegst, dann deine Schwertbewegungen. Oh, das sieht man, glaube ich, hier. Ja, okay, das ist ideal. Das hört sich aber allein von der Erzählung hört sich das schon hakelig an. Also es geht, ich habe aber auch, wie viel habe ich da bisher gespielt? 6-7 Stunden oder sowas und ich habe beide Steuerungen ausprobiert und ganz ehrlich, nach ein paar Stunden, also ich möchte nicht von der Bewegungssteuerung weg, man kann es machen, ne? Und im Handheld-Modus kommt zum Glück nochmal dazu, dass du da auch die Gyro-Steuerung vernünftig nochmal mit richtig benutzen kannst, also die Switch kippen, wie du es vom 3DS her kennst. Diese Sachen kannst du auch alle optional zuschalten bei der TV-Version, also da gibt es viele Optionen, die du einstellen kannst, auch Kameras invertieren und sowas, endlich mal hast du ja eh nicht immer bei Nintendo-Sachen. Geilstes Item. Das ist auch so ein bisschen das, lenke ich lieber dann mit der Controller-Steuerung als jetzt mit der Kippsteuerung. Ne? Aber du kannst nicht für den Mischbetrieb entscheiden, du musst entweder oder sagen. Ansonsten, das gleiche gilt für Skyward Sword, was man in den letzten Jahren gesagt hat. Es ist ein Spiel, was ein bisschen mit, sagen wir mal, wiederholenden Elementen vollgestopft ist. Ne? Aber also ich habe das ja jetzt, wie gesagt, vor kurzem auf der Wii gespielt. Und ganz am Ende, auch wenn es ein paar richtig ekelhafte Fillerstellen gab, fand ich es ein bisschen schade, was für einen schlechten Ruf dieses Spiel ist, weil das ist ein gutes Zelda. Es ist ein gutes Zelda, ja. Ne? Also ich glaube, es ist nicht nur der Filler, der natürlich dann vorherrschend ist in gewissen Teilen, den hast du ja jetzt am eigenen Leibe erlebt. Ne? Und was ich bisher absehen konnte, ist, dass ich weiß noch nicht, ob da sowas wie bei Wind Waker, bei dem HD-Remaster drin ist. Da gibt's ja das Segel zum Beispiel, womit du dann schneller über das Meer segeln kannst, was zumindest da einen Kritikpunkt ausgehebelt hat. Twilight Princess HD wurde ein bisschen gestreamlined. Hier hatte ich in den ersten Stunden nicht das Gefühl, dass inhaltlich gecuttet wurde, aber an gewissen Sachen, wie oft sich Fei meldet, um dir dann Hinweise zu geben, Item-Beschreibungseinblendungen, Text kannst du überspringen, du kannst Cutscenes abbrechen, alles so Quality-of-Life-Sachen, die das Gameplay beschleunigen. Ich weiß nicht, ob das eigentliche diese Wiederholung von den Bosskämpfen oder dass du nochmal ins gleiche Gebiet musst und x-fach nochmal Sachen absuchen musst. Ich glaube, das ist da schön noch mit drin. Ich glaube, das ist auch alles mit drin, aber du hast es auch gesagt, ich sag's ja auch immer, für mich hat Skyward Sword teilweise richtig brillante Sachen mit dabei. Manche der Items sind richtig super, ich mag den Zeitstein super gerne zum Beispiel. Oh ja, geiles Item, geiler Dungeon. Geiles Gebiet. Kam aber eben in der Zeit heraus, wo du auf die Bewegungssteuerung angewiesen bist, da hätte ich auch vielleicht lieber eine richtige Controllersteuerung mit Buttons drücken, wenn sie es irgendwie hätten. Es ist so lustig, weil gerade hast du ja gesagt, du willst die Bewegungssteuerung nicht missen. Nee, das meine ich ja, aber ich hätte gerne für die neue Version, wenn sie eine Option da reinpacken, dieses mit dem rechten Analogstick ist jetzt so ein halber Weg oder sowas. Ne? Aber, du machst es dann damit, wenn ich aber die Option hätte, statt hier dann einen Knopf zu drücken, würde ich immer das Knopfdrücken bevorzugen. Ja. Willst du 40 Stunden nochmal mit der Remote herumfuchteln? Nee, eigentlich nicht. Also das war mein größter Kritikpunkt. Ich habe im Vorfeld habe ich auch mir ein bisschen was dazu durchgelesen, weil ich mich einfach auch für den HD-Port interessiere. Dass super viele auch geschrieben haben,
dass sie die Bewegungssteuerung auf keinen Fall irgendwie vermissen möchten. Und dass sie das unbedingt behalten möchten, weil das immer noch gut funktioniert. Und als ich das jetzt gespielt habe, hat mich das aufs Übelste irgendwann aufgeregt, weil es für mich, es hat sich irgendwann nicht gut angefühlt. Und es gibt zum Beispiel so einen Gegner, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es war in der Wüste. Das war so ein Skelettpirat, der eigentlich gestorben ist, den hast du an so einer Planke bekämpft. Das sagt mir was, ja. Und Alter, irgendwann hat das, und du musstest den halt ständig so pieksen. Und wenn du pieksen möchtest, musst du die Fernbedienung musst du halt wirklich so nach vorne rammen. Und das hat die Wii nicht immer geil registriert. Und das hat mich irgendwann zum Wahnsinn getrieben, weil ich auch irgendwann auch Muskelkater bekommen habe. Ein Spiel, was Präzision braucht, wo aber das Gerät noch nicht so präzise ist oder der Bediener des Gerätes nicht so präzise damit sein kann. Also das hatte ich gerade jetzt mit der Controller-Steuerung gerade im Moment. Da habe ich mit der Bewegungssteuerung besser, zum Beispiel die Gegner blocken ja sofort, wenn du dann das Schwert nicht mal in eine andere Richtung packst, ne? Und mit der Bewegungssteuerung konnte ich immerhin nochmal, okay, ich kann nochmal nach unten gehen oder das fix machen. Okay. Mit der Analogsteuerung, warte mal, ich habe den Stick jetzt hier gehalten, kann ich ihn nach oben mal mitnehmen? Mhm. Ich bin irgendwie so langsam mit dem Stick gerade im Moment noch nach ein paar Stunden. Egal, man kann sich ja den Review Talk da anschauen. Grafik ist gut geworden vom Update, Musik ist immer noch über allen Zweifeln erhaben, finde ich weiterhin super cool. Da inhaltlich gibt es tolle Sachen in den Dungeons, gibt es coole Ideen, die man machen kann. Eine Sache, die mich so ein bisschen aufregt, ist eben diese Amiibo-Funktion, die sie eingebaut haben. Darüber müssen wir auch kurz sprechen. Ja. Muss man kurz erklären, was da ist. Es ist eine Art Quick-Travel mit Funktion eingebaut worden. Wenn man sich das offizielle Skyward Sword Amiibo holt, also Zelda mit ihrem Loftwing, das glaube ich, kannst du dir dann kaufen, was mittlerweile aber auch bei vielerorts ausverkauft ist, damit man sich schön bei Scalpern dann dumm und dämlich zahlen möchte. Können wir das hier kurz sehen? Genau, da ist eine Funktion drin, das ist eine kleine Hilfestellung. Du musst ja häufiger zwischen der Erdoberfläche und der Luftwelt immer hin und her wechseln. Ja. Na, wenn du da Sachen machen musst und du hast natürlich diese Vogelstatuen auf dem Boden, da gehst du hin und sagst, bitte wieder hochfliegen in die Luft. Mhm. Wenn du wieder zurück willst auf die Erdoberfläche, korrigier mich da, Elias, weil du hast das besser im Kopf. Ich habe es jetzt vor 10 Jahren das letzte Mal richtig gespielt. Wenn ich wieder runter will auf die Erdoberfläche, muss ich erstmal wieder auf meinen Loftwing, dann die bestimmte Stelle finden, wo ich dann runter kann, runterfallen, dann wieder auf der Oberfläche zu dem Ort hingehen, wo ich eigentlich mich hochgebeamt habe. Also ist es mehrere Minuten, die das in Anspruch nehmen. Genau, du hast in den Welten, du schaltest ja Vogelstatuen frei, dann kannst du halt irgendwann auch auswählen, welche Vogelstatue du nutzen möchtest, aber im Kern bleibt der Weg der gleiche. Mhm. Also vor allem, wenn du das im Dungeon machst, musst du halt den kompletten Dungeon bis zu dem Punkt halt nochmal durchlaufen. So, so wie sie es mit dem Amiibo hier erklärt haben, vielleicht die Funktion dann nochmal ein bisschen anders reduziert, weil ich habe es mir jetzt nicht extra gekauft, weil ich habe es nicht wirklich eingesehen, da jetzt nochmal 30 plus Euro dafür auszugeben. Du wirst eine Quick-Travel-Funktion haben. Wenn du das Amiibo benutzt, kannst du dich direkt von der Erdoberfläche auf die Luftwelt hochbeamen. Und dann kannst du direkt von dort wieder an deinen Ausgangsort zurück, wo du das Hochbeamen gemacht hast. Das heißt also, mehrere Minuten Fleißarbeit dir sparen. Mhm. Vor allem, was ja bei gewissen Rätseln, das ist ja auch so eine Sache, spielt ja viel miteinander. Diese komischen Quader, die du auflösen musst, um in der Luftwelt dann Kisten aufzumachen, um dann wieder runterzukommen. Also du bist schon sehr häufig hin und her unterwegs. Erinnerst du dich daran? Oh ja. War das der hohe Schwierigkeitsgrad, dieser Hero-Mode, der freigeschaltet wurde damit? Du konntest, glaube ich, einen extra Modus freischalten. Du konntest hier Wolf-Link, konntest du in Breath of the Wild übertragen. Das sind alles Features, die du halt nur mit einem Amiibo bekommst. So, und das hat Nintendo ja häufiger schon mal gemacht. Ich finde, hier ist das zumindest eine Funktion, die tatsächlich was einem der großen Probleme von Skyward Sword, trotz den Quality-of-Life-Features, trotz des Abbrechen des Textes und Überspringen von Cutscenes und alles. Ich habe mir das, sorry, ich will dich nicht unterbrechen. Ja, ich würde sagen, das Ding hätte auch durchaus ein gutes Feature innerhalb des Spieles so sein können, was echt am Pacing nochmal gedreht hätte. Ich weiß nicht, ob es dann zu verfälschend gewesen wäre, weil dann werden ja die Statuen ein bisschen redundant, ob sie gesagt haben, ja, wir sind uns nicht sicher, ob wir so ein starkes Feature reinpacken wollen, lass uns mal eine Paywall davor machen. Aber, das ist auch nicht geil. Das ist nichts anderes als das, was EA vor 10 Jahren gemacht hat, dass sie dir ein Spiel verkaufen und sagen, wenn du den Zusatzcharakter bei Mass Effect 3 haben möchtest, lass noch mal 10 Euro extra. Ja. Das ist genau das. Nur, dass du jetzt so ein Stück Plastik dir in die Wohnung stellen musst. Und das finde ich nicht cool. Ja. Machen sie gerne einfach nur, um auch die Amiibos ein bisschen voranzutreiben. Aber es ist ein bisschen schade, ey, wenn man sich das anguckt. Alter, ich hab mir wirklich mal versucht, diesen Wolf-Link-Amiibo zu bestellen. Mhm. No chance. No chance, unter 100 Euro irgendwie zu kommen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, weil die an der Zeit dann richtig rar waren. Aber allein hier, um ein bisschen mit Wolf-Link in Breath of the Wild zu laufen, über 150 Euro zu zahlen, war mir doch ein bisschen zu viel. Aber
genug davon. Ein bisschen schade. Aber ich habe trotzdem Bock, mir das HD-Ding mal anzugucken. Hey, schau's dir an. Grundsätzlich sinnige Updates und ich meine, du kannst es ja jetzt auch dann unterwegs spielen, was ja wieder mal ein bisschen was anderes wäre, wenn du mit der Switch das mal irgendwo anders machen möchtest als zu Hause in der Butze und musst nicht immer zwangsläufig die ganze Zeit fuchteln. Mhm. Das ist auch immerhin was und das fundamentale Spiel drunter ist immer noch durch die Sachen, die du erwähnt hast, weiterhin ein unterschätztes Game eben in der Fangemeinde. Ich hoffe, ein paar Leute lernen die coolen Dungeons zu schätzen, aber da reden wir ein bisschen später oder irgendwann in der Zukunft darüber ein bisschen mehr. Gregor, du hast noch ein paar Spiele mitgebracht, die ich nicht kenne, beziehungsweise nicht eine Sekunde lang gespielt habe. Nicht eine Sekunde, ich will nur ein, zwei Minuten nochmal drüber reden, weil wir haben ja hier Informationspflicht, ne? Und wir wollen die Leute über neue Spiele, die sie interessieren, nochmal aufklären. Formel 1 2021. Gerade am Freitag rausgekommen, das neue Formel-1-Spiel, wurde auch gerade groß beworben. Ich habe es an einer anderen Stelle schon mal gesagt. Irgendwie bin ich auf einmal wieder Sport interessiert. Merkwürdigerweise, ich gucke mir seit diesem Jahr wieder Formel 1 an. Gestern war das Rennen in Silverstone, wo Hamilton Max Verstappen abgeschossen hat und ganz großer Konflikt gerade schwelt. Aber ja, egal. Ne? Irgendwie bin ich in dieser ganzen Dramatik wieder drin. Und ich hatte mal Bock, auch das Videospiel dazu mir anzuschauen. Da gibt's ja immer wieder regelmäßig was. Die sind ja bei Codemasters gemacht worden, die mittlerweile von EA aufgekauft wurden. Deshalb erscheint dieses Spiel auch über EA. Ich habe nur ganz kurz ein paar Runden drehen können. Das ist mir bisher auf der PS5 runtergeladen. Und zumindest weiß ich es zu schätzen, das war auch damals schon auf der PlayStation 1, wo ich die früher gespielt habe, ganz zu den Anfangszeiten. Das Schöne ist, dass sie ja diesen TV-Look sehr schön nachmachen können. Plus mit den akkuraten Einblendungen. Die Menüs sind sozusagen genauso, wie du es vom Fernsehen her aus kennst. Und ich habe bisher auch nur den Arcade-Mode so ein bisschen probiert, einfach so mal ein bisschen rumgefahren. Du wirst auch einen ausgewachsenen Story-Modus drin haben, wo sie so eine dramatische, man hat es am Anfang gesehen, mit so dramatisierte Storyline mit erfundenen Charakteren und so. Da gibt's eine sehr schöne Doku-Drama-Serie auf Netflix. Oh ja. Race to Win. Ich interessiere mich ja null für Formel 1, aber diese Doku-Reihe, die hat mich als absoluter Non-Fan übelst gepackt. Also das ist ja auch was für dich hier. Sie ist fantastisch. Ich kenne all diese Autos und ein paar von den Fahrern wirklich halt nur wegen der Doku, weil sie dieses Drama des Sports halt überragend übertragen können. Ja. Das fand ich mega interessant, dass da halt super viel Story hinter dem Sport steckt, aber der Sport an sich, ja. Als jemand, der, sagen wir mal, sich dem Sport seit 20 Jahren entsagt hat allgemein, ne, in den 90ern habe ich noch alles geschaut an Sport, danach nichts mehr, aber jetzt so langsam, ich habe mal wieder ein bisschen Tennis geschaut, Formel 1 bin ich wieder mit dabei, vielleicht auf meine alten Tage werde ich jetzt doch Sport interessiert. Das Spiel an sich sah cool aus. Was ich von der Fangemeinde gehört habe, ist, dass das ein bisschen featurearm anscheinend sein soll. Also, dass da wohl nicht irgendwie, dass da wohl nicht alle Modi drin sind, die es früher mal gegeben hat. Aber wo ich kurz damit gefahren bin, sah gut aus. Es hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt darauf, mal die Storyline anzugehen. Ich werde solche Sachen aber nicht im Hardcore-Simulationsmodus spielen, ne? Weil ich bin mehr so ein Arcade-Racing-Fan. Ich werde dann wahrscheinlich eher, ach, lass die Automatik drin und Bremshilfen und dann ist gut. Alles klar, Formel 1 von Gregor gibt's auch für alle gängigen Konsolen, ne? PlayStation, Xbox und PC. Für alle Sportinteressierten noch, es gibt eine fantastische Tennis-Doku gerade auf Netflix von Naomi Osaka heißt sie, glaube ich. Drei Parts, absolut fantastisch, eine kleine Empfehlung hier von meiner Seite noch. So, weiter geht es mit einem Spiel, das du gespielt hast und ich. Oh, okay. Ich habe es endlich geschafft, ich habe Final Fantasy Intermission gespielt. Uiuiui. Ist Part von Integrate, ja, ist durch. Und ich muss sagen, fantastischer DLC. Bisschen zu kurz, finde ich, vier Stunden ungefähr, 4 bis 5 Stunden. Fand ich auch, das Ende war so ein bisschen zu abrupt. Aber ja, das Gefühl hatte ich auch, da hätte noch gerne noch mal ein bisschen was dazukommen können. Aber Yuffie, fantastische Figur, welche ich Synchro? Liebe sie. Welche Synchro? Ich habe die englische gespielt. Ich habe die deutsche gespielt. Okay. Deutsche ist auch gut. Ja? Also wie gleiches Niveau, würde ich sagen, wie das Original. Man muss gucken, für manche Leute, egal wie die deutsche Synchro ist, werden sie es nie auf Deutsch spielen. Ja. Ich finde, da musst du irgendwann mal, wenn du Bock drauf hast, die sind einfach solide bis sehr gut, die deutschen Synchros. Das habe ich auch richtig oft gespielt. Ich habe, glaube ich, ich habe versucht, die komplette Storyline zu machen.
hab's aber nicht geschafft und dann wollte ich es nach dem Durchspielen nochmal machen, aber dann musst du von vorne anfangen, kannst nicht zwischendrin. Ja, das hat's ja, mir ja, so ein bisschen vermiest. Ja, aber ich hab's auch den Quest nicht fertig gemacht mit denen. Aber ich hab's noch vor, das macht nämlich echt Bock, ist eigentlich nur Schere, Stein, Papier, aber trotzdem. Hier hast du die Präsidentin oder nee, die Waffen, die Abteilungsleiterin der Waffenabteilung. Genau, die ist die Anführerin der Waffenabteilung, genau, sozusagen. Und der Kampf macht hier auch Bock. Du steuerst hier eigentlich nur Yuffie, hast deinen Partner Sonos und den steuerst du nicht. Das ist quasi dein Sonon. Sind Sonos Kopfhörer? Guckst du dir wieder zu viele YouTube-Videos an? Sonon heißt er? Sonon, meine Güte. Genau, und dann kannst du quasi triggern, dass du mit ihm synchron kämpfst und angreifst. Und irgendwann kannst du halt bestimmte Materia bekommen, wo du deinen Limit Break, also deinen Special Move auch zusammen mit ihm machst. Du kannst bestimmte Moves mit ihm zusammen machen. Da musst du aber auch ein bisschen mit ein paar anderen Kompromissen eingehen, wie zum Beispiel diese Leiste, die dich dazu befähigt, zu anzugreifen. Wenn du mit ihm synchronisierst, lädst du dich bei ihm langsamer auf und so hast du halt so eine gewisse taktische Tiefe mit drin, die dem Ganzen nochmal so einen kleinen Twist geben. Und das Geile bei Yuffie ist, dass sie halt so angenehm agil ist. Bei Final Fantasy VII, also dem Remake, hatte ich immer so ein bisschen das Problem, wenn man so in der Luft kämpft. Mhm. Und bei Yuffie ist es ja quasi gegeben, dass sie in der Luft kämpft. Du drückst einmal oder zweimal die Dreiecktaste und sie sprintet quasi in die Luft und macht da ihren Angriff. Du hast ja auch diesen Mischbetrieb, ne? Sie kann ja Nahkampf als auch Fernkampf, was du da damit reinpackst. Ist sowieso jeder Charakter, den du bisher spielen konntest im originalen Remake, der hat ja seine ganz eigenen Eigenheiten. Fernkampf, Nahkampf, Geschwindigkeit, Ladebalken, wie sie benutzt werden. Und das sehr Gute war, ich habe es ja auch zweimal durchgespielt, dass jeder von den Charakteren eine sehr große Spieltiefe hat. Also schau dir mal so ein paar Combo-Videos mit Tifa tatsächlich mal an, was da alles möglich ist, wenn Leute sich da mal richtig mit ausgetobt haben. Das Coole dabei war, dass du dich auf einen Charakter jetzt mit Yuffie konzentrieren kannst, die wieder einen eigenen Stil hat, aber du auch den ganzen DLC benutzen kannst, um diesen Stil zu lernen. Mhm. Und wenn die dann irgendwann mal in Episode 2 zusammenkommen sollten oder wie auch immer sich die Wege dann kreuzen werden, dann hast du auf jeden Fall schon mal deine Erfahrungen mit dir gesammelt und kannst ins Partygefüge mit reinpacken. Ich hab da so viel Lust drauf, dass ich nach dem Durchspielen nochmal mit dem Remake angefangen habe. Und das im Hard Mode. Weil du im Hard Mode. Auf PS5 aber dann, ne? Ja, genau. Die richtige Version also. Du bekommst im Hard Mode nochmal ein paar extra Items, die deinen Charakter noch mal ein bisschen stärker machen. Mhm. Und die sind leider gelockt. Deswegen mache ich das. Und das ist, Alter, wie fucking schwer das stellenweise ist. Es ist zu Teil, also selbst im Normalen, da musst du, ich kann mich erinnern, also vielleicht ist es dir ähnlich gegangen, ich habe es ja damals recht früh auf der Gamescom mal spielen können, wo man noch gar keine Ahnung hatte, wie das Ding spielt. Ja, wir haben es auf der E3 gespielt und wir waren alle lost. Eben, und du wirst dann gleich reingeschmissen in den großen Skorpion am Anfang und dann erstmal, Moment, es ist Echtzeit, aber ich kann dann nochmal anhalten und dann finde ich nochmal, warte mal, ich kann nochmal herumgehen, what? Ja. Aber und wenn du mal merkst, wie das aber funktioniert und es dann Klick macht, das ist echt eines der besten Kampfsysteme der letzten Jahre. Wirklich. Was sagst du, ohne inhaltlich zu viel zu verraten? Da sind ja noch mal ein paar Story-Parts dazugekommen nach dem Ende vom DLC, die sozusagen ein bisschen so die Brücke schlagen wollen. Ich habe wieder instant gemerkt, wie schön sie die Charaktere neu eingefangen haben im Remake. Und ich hatte, habe ich beim letzten Mal schon gesagt, instant Bock eigentlich gleich Episode 2 zu spielen, auch wenn es wohl viele Jahre noch dauern wird. Ich finde es einfach nur wild. Ich finde es wirklich einfach nur wild. Und ich habe richtig Bock zu sehen, was sie sich einfallen lassen und wohin sie das alles lenken wollen. Weil jetzt, ohne zu viel zu verraten, ist ja im Grunde, eigentlich ist alles möglich. Mhm. Eigentlich ist ja alles möglich, aber gleichzeitig auch nicht. Deswegen, also diesen letzten Teaser, den es am Ende gab, der hat mir sofort Lust gemacht, wie du es schon vor Wochen gesagt hast, hier direkt weiterzumachen. Ich habe so viel Lust bekommen, dass ich halt wieder neu angefangen habe. Ich glaube, ich werde es nicht komplett durchspielen, aber allein um auch so ein bisschen die Vorzüge der PS5 mitzunehmen, wollte ich einfach mich ein bisschen mehr in dieser Welt einlassen. Und es macht einfach großen Spaß. Und dieser DLC ist auch einfach gut. Es macht Bock, die Geschichte von Yuffie und Sonon zu sehen und mitzubegleiten. Und von daher ist ein bisschen teuer, finde ich, für 20 Euro. Ja. Um 10er hättest du auch getan bei der Spiellänge. Aber insgesamt freue ich mich wirklich sehr zu sehen, wohin die Reise mit Final Fantasy VII geht. Ich habe das erste Mal so richtig das Gefühl, die Leute dahinter wissen, was sie machen
Und ich habe einfach nur pure Vorfreude. Es sind gerade viele nochmal so Begleitwerke in Japan erschienen, wo der Story-Autor nochmal so Light-Novel-mäßig mehr Infos zu Tifa und also da kann man sich so ein paar Transcripts angucken. Das ist natürlich alles auf Japanisch und auch diese Guides, wo dann nochmal Hintergrundinfos drinstehen, weil beim Remake ja nochmal ein bisschen was anders gemacht wurde und ausgekleidet wurde. Das Internet sollte mittlerweile voll mit Übersetzung sein, wo man nochmal ein bisschen die Backstory. Das Ultimania-Buch ist das, glaube ich. Das neue Ultimania, ja, ich glaube, das war's. Plus aber noch eine Light Novel, wo man dann auch viel über Tifa und Aerith nochmal erfährt. Also da, dafür, dass es wahrscheinlich 2027 rauskommt oder so, der nächste Teil. Eine lustige Sache noch, im DLC gab es einen kleinen Bossfight, der 1:1 aus Monster Hunter übernommen wurde. Okay. Es ist quasi eine Kopie von einem Monster in Monster Hunter, das in den DLC gepackt wurde. Und kurze Recherche hat ergeben, der Lead-Designer von Monster Hunter World macht jetzt das Kampfsystem in Final Fantasy Remake. Ja gut, ne? Mal ein paar Zitate von macht, sich selbst. Macht vollkommen Sinn, aber der Kampf hat auch Spaß gemacht. Daumen nach oben, was das angeht. Gregor, du hast noch ein Spiel mitgebracht, das ich nicht kenne. Ich habe noch nie davon gehört und ich werde es, glaube ich, auch nie spielen. Sag mir, was das ist. Spontankauf war das. Root Film habe ich übers Wochenende tatsächlich ein paar Stunden gespielt. Ist ein Grafik-Adventure, eine Visual Novel. Murder Mystery, na, gibt's ja einige mittlerweile seit einiger Zeit. Bin ja aktuell noch immer im Finalisieren vom Retro-Club-Buch und da sind auch Visual Novels ein Thema und da habe ich mal wieder irgendwie so Bock bekommen, was zu spielen. Da habe ich es entdeckt und gesagt, hör. Geht um einen Regisseur, der alte Filmfootage findet und die analysiert, die anscheinend da ein paar Sachen zeigt, die vielleicht nicht mit rechten Dingen abgegangen sind. Und daraus entspinnt sich ein Murder Mystery mit so typischen Visual Novel Sachen. Lauf herum, rede mit Leuten, ab und zu gibt es mal auch so ein Konfrontationselement, wo man dann versuchen muss, Aussagen, so Phoenix Wright Style, gegenüberzustellen und sagen, das ist das korrekte Argument, um sich das auszusuchen. Ist von den Leuten, die so ein altes Adventure gemacht haben, namens Root Letter, das gab es vor langer Zeit mal auf der Vita und PS4 und so weiter, habe ich mir natürlich gekauft, nie gespielt, klar, wie so immer. Das habe ich mal mitgenommen, es ist ein bisschen slow-paced, aber hübsch gezeichnete Figuren und ich bin ganz interessiert da zu sehen, wenn ich die Zeit finden soll, bei all den Novels, die jetzt kommen, wo das hingeht, weil den Zeichenstil, den haben sie ganz cool getroffen. Das stimmt. Finde ich auch ganz, ganz schade. Ja, lieber mehr sowas, gib mir eine Visual Novel, wo ich Splatter und Morde aufklären muss und alles und dann bin ich glücklich. Bald kommt ja Phoenix Wright raus, ne? Bald. Nächste Teil, ich glaube, bin ich auch gespannt drauf. In diesem Monat. Ich habe die 3DS-Version gespielt damals, gibt's ja eine Fernübersetzung von. Ach was. Ja. Also nicht komplett durch, weil es ist auch natürlich wieder ein Zeitinvestment, aber da gibt es sehr gute Fanübersetzungen. Oh. Von dem Japanischen zumindest das erste. Das zweite, glaube ich, wurde halb übersetzt oder zumindest war es noch nicht fertig. Muss man sehen, wie sich es jetzt mit der offiziellen Lokalisation dann äußert. Aber auf dem 3DS war es auch schon cool. Das ist eben mehr Phoenix Wright. Okay. Was sie aber anders haben, es gibt da ja. Hast du dich überhaupt damit auseinandergesetzt bisher? Mit Phoenix Wright? Mit The Great Ace Attorney, also dem neuen Spiel. Nee, mit dem neuen Spiel so gut wie gar nicht. Ich hab nur die. Ich sag dann nur zwei Sachen. Es ist in der Vergangenheit angesiedelt. Genau, und das ist der Vorfahre, glaube ich. Genau, irgendwie der Vorfahre von Naruhodo, von Phoenix Wright, dem Anwaltscharakter. Dann spielst du eben einer seiner Vorfahren, der natürlich auch dann Anwalt vor Gericht ist. Das ist irgendwie so die feudale Zeit, wo schon Japan Kontakt hatte mit der Außenwelt sozusagen. Mhm. Und das fucking Sherlock Holmes drin. Ach ja, aber nicht Sherlock Holmes, sondern Sherlock Holmes. Wobei ich glaube, das ist die Lokalisation, ne? Wenn ich mich nicht irre, hieß er noch Sherlock Holmes im Original, das muss ich nochmal checken. Bist du sicher? Ich glaube, das ist irgendwie mit Copyright oder so. Genau deswegen heißt er nicht mehr Sherlock Holmes im Westen. Ja. Also ich muss nochmal checken, vielleicht haben sie ihn da auch schon Sherlock Holmes genannt. Aber stell dir einfach Sherlock Holmes als wie Kogoro Mori vor. Ja. No? Ja. Also, ja, denkt es der geilste Stecher auf der Welt, aber kann gar nichts. So ungefähr. Habe ich auch voll Bock drauf. Mal sehen, wie es geworden ist. Und dass sie vor allem beide Spiele auch in einem Paket jetzt rausbringen. Das waren zwei Games für den 3DS, also 10 plus Fälle, die du bekommst in einem Paket auf der Switch und PS4 und PC. Switch und PS4 weiß ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, hoffentlich. PC auch. Also, sehr cool. Ne? Ich bin gespannt deswegen vor allem auch. Ich habe nur das erste von der Ace Attorney Trilogie damals gespielt. Ich muss zwei und drei auch noch. Und das Dumme ist, ich mochte eins richtig gerne. Muss auch Apollo Justice noch spielen dann Dual Destinies und Spirit of Justice. Und nicht zu vergessen dann die Edgeworth Spin-Offs, die ist nur in Japan und in den USA auf dem DS. Die habe ich gespielt zumindest.
Ist das dieser Staatsanwalt? Ja, also es gibt zwei Spin-offs. Eins davon ist offiziell rausgekommen, das andere nur als Fanübersetzung. Ace Attorney Investigations heißen die in den USA. Und dann hat es mehr Point-and-Click-Charakter tatsächlich. Ja. Ne? Dann bist du mit Edgeworth unterwegs und darfst dann die andere Seite. Ne? Aber das hört sich ziemlich cool an. Ja, wenn du dann so lauter unleitere Leute hast, die von ihrer Unschuld überzeugen wollen, aber ich muss den verknacken. Ne? Das ist wieder was anderes. Hörst du das, Gregor? Hörst du das? Das sind die Beschwerden, die wir gerade reinbekommen, dass wir zu viel Japanokram haben. Oh nein, schnell, gib mir Psychonauts. Psychonauts, her damit. So, wir reden deswegen ganz, ganz schnell weg von Japanokram. Ganz böse. Ach, das geht hier um gute Spiele. So, Gregor hat sich Psychonauts 2 angeguckt. Gregor, worum geht's da eigentlich? Von wem ist das und was hast du da gesehen? Genau, im Hintergrund sehen wir erstmal ein bisschen den aktuellen Action-Trailer, glaube ich, heißt er. Danach folgt ein bisschen Footage, die ich aufgezeichnet habe vom Anfang des Spiels. Psychonauts 2, das neue Spiel von Double Fine, also den Leuten, die Broken Age gemacht haben. Tim Schafer, Studio Kopf, hat eins meiner Lieblingsspiele gemacht mit Day of the Tentacle damals. Das erste Psychonauts war ein Jump'n'Run mit sehr kreativem Setting, was damals so auf den gängigen Konsolen rausgekommen ist. Zumindest ich habe es auf der alten Xbox gespielt. 2005 ist es gewesen. Ich muss noch mal gucken. Holy shit, 16 Jahre ist es her. Und es wird jetzt fortgesetzt. 16 Jahre später wird die Story weitergemacht. Kommt Ende August raus für alle möglichen Plattformen. Double Fine wurde mittlerweile von Microsoft aufgekauft, aber das ändert nichts am Release von dem Spiel hier. Wobei es sollte zumindest auch im Game Pass kommen, wenn ich mich nicht irre. Aber man wird es auch auf PlayStation. Es wird auf jeden Fall im Game Pass dabei sein. Man wird es auch auf PlayStation und PC spielen können. Ihr seid wieder in der Rolle von Raz, dem Nachwuchs Psychonauts. Die Psychonauts sind hier wie so eine Art Agentenvereinigung. Mhm. Ja, aber anstatt dass sie Fälle lösen, indem sie undercover gehen, können sie mit Gedankenkraft in die Hirne von verschiedenen Personen einsteigen. Finde ich schön. Was für sehr kreative Level. Man sieht es hier schon im Trailer, ne? Ein paar verschiedene Umgebungen, wo man drin ist und abstruse Gameplay-Ideen dann sorgt. Jetzt sehen wir mal ein bisschen was vom richtigen Gameplay. Wenn du den ersten Level spielst, ich hoffe, du hast keine Probleme mit dem Zahnarzt. Wow. Wow. Das ist die erste Welt, in der man aber unterwegs ist, die Tutorial-Welt. Ziemlich cool aus. Wie schon gesagt, das ist so dieser typische Wahnsinn. Die Story setzt da an. Ich will nicht zu viel inhaltlich darauf hinausgehen, was da passiert, weil so ein großer Faktor von Psychonauts, was Spaß macht, ist das Entdecken. Aha. Und herausfinden, was da los ist. Auf jeden Fall, du bist nicht mehr in diesem Sommercamp, wo du vorher gewesen bist, sondern du bist jetzt im Hauptquartier der Psychonauts und von da aus werden sozusagen deine Missionen dann losgehen. Natürlich eine größere Story, die sich drumherum spinnt, aber du wirst weiterhin mit Raz dann in die Gedankenwelt von anderen Leuten einsteigen können. Und wenn du dann da drin bist, dann ist es eben ein typisches Jump'n'Run. Ne? Also du hast teilweise hier auch, hier sieht man so ein paar, wie kreativ dann umgegangen werden kann, je nachdem, was Level ist. Hier sitzt man im Krankenhaus gerade unterwegs und der Level verändert sich, je nachdem, wie die Leute hinten dann die Sachen wegschieben. Davon finden sich ohne Ende viele Ideen drin. Du kennst ja Double Fine, du weißt ja, wie kreativ die bei sowas sind. Und das erste Psychonauts war genauso kreativ. Das Einzige, was noch nicht so ganz Klick gemacht hat bei mir hier, war das Gameplay, muss ich sagen. Oh nein, ne? Das ist doch das Wichtigste. Ja, ey, ich sagte auch, also das sind erst ein paar Stunden, die ich gespielt habe. Ne? Und es ist auch wirklich schon Ewigkeiten her, dass ich das erste Psychonauts gespielt habe. Ich meine aber, so ein ähnliches Gefühl da gehabt zu haben. Das grundsätzliche Herumlaufen, Springen, Double Jumps machen. Du hast hier eine Fähigkeit, die so ein bisschen ähnlich wie bei Control ist, die du auch für den Kampf einsetzen kannst, hier um Rätsel zu lösen. Viele verschiedene Psi-Fähigkeiten, kannst du Sachen verbrennen, kannst du im Kampf hier Sachen wegziehen und alles, springen, schweben, wie so eine Art Enterhaken dich an verschiedenen Sachen entlangziehen. Das ist alles, was da zusätzlich freigeschaltet wird. Es hat sich für mich nicht so zu 1000% rund angefühlt bisher. Ne? Mhm. Das kann menschliches Versagen von meiner Seite aus sein, das will ich nicht unbedingt dem Spiel ankreiden, aber es hat sich nicht von Anfang an so fluffig wie beispielsweise Mario angefühlt. Ne? Und du hast auch diese Kampfeinlagen hier, wo du natürlich dann, du musst deine Kombos machen, du musst ausweichen und alles drum und dran, da darfst du jetzt auch kein Niveau von einem richtigen Character-Action-Game, von einem God of War oder sowas erwarten. Ja. Ne? Das sind die Spiele, die genau in dieser Richtung herausragen. Hier hatte ich mehr Bock darauf, die Story zu erleben. Psi-Lolli. Gutes Psi-Lolli, um sich dann aufzuwerten und die Kreativität eben zu erleben. Selbst in den ersten Welten waren ein paar richtig coole Sachen dabei. Ich habe jetzt extra darauf verzichtet, was schon von einer Handvoll Welten, die ich noch später spielen durfte, mit reinzunehmen, weil das ist der Überraschungsfaktor, ist das Coole. Ne? Da bist du dann in ganz komische, abstruse Situationen reingepackt. Wenn das Gameplay nicht noch Klick macht mit mir, wenn das fertige Spiel draußen ist, das dauert noch eine gute Zeit, das ist Ende August dann erst soweit, wobei das hat
hat sich eigentlich quasi fertig angefühlt. Ich werde es durchspielen, aber hauptsächlich eben um die Story und die Kreativität zu erleben. Vielleicht macht das Gameplay mir dann auch nochmal einen kleinen Tacken mehr Spaß. Eine Sache, die am Anfang nochmal extra gewesen ist, es ist so eine typisch starke Fragmentierung drin. Ne? Du spielst ein bisschen und dann nimmt dir das Spiel die Kontrolle wieder weg, zeigt eine Cutscene, gibt dir einen kurzen Tutorial-Bildschirm und alles. Das ist am Anfang klar, dass das noch so ein bisschen gehäuft ist, aber es hat sich noch nicht gelegt in den ersten Stunden, wo da immer wieder was Neues eingeführt wurde. Und das macht auch viel von Psychonauts aus, ne? Weil du hast ja dann nur die Gelegenheit, den Humor und die abstrusen Ideen und so weiter reinzutun und musst die Story dann weitertreiben. Aber wenn du ein Game hast, wo du kurz mal gespielt hast, zwei Sprünge gemacht ist und dann kommt wieder eine Cutscene oder so. Das war noch nicht ganz das Gelbe vom Ei für mich. Nur für den Kontext, wie lange hast du jetzt konkret spielen können jetzt? Knapp 3 Stunden oder so. Ich hätte noch mal ein bisschen länger in den Level verweilen können, aber ich wollte mir da auch nicht zu viel vorwegnehmen. Und ich war bei so 3 Stunden ungefähr. Okay, ich muss sagen, alles, was ich da gesehen habe, sowas spricht mich halt mega an. Ich mag diesen quirky Style, ich mag es, wenn es bunt ist, ich mag es, wenn man ein bisschen kreativer so mit seiner Geschichte und mit dem Leveldesign umgeht. Was für mich aber halt ausschlaggebend ist, ist bei so einem Spiel halt das Gameplay. Und da habe ich mir schon im Vorfeld ein bisschen Sorgen gemacht, dass du jetzt auch damit Schwierigkeiten hattest. Das macht's jetzt nicht unbedingt besser. Es sind vielleicht meine Wurstfinger. Na, ich will es nicht ausschließen. Also, naja, aber Mario kannst du ja auch vernünftig spielen. Deswegen, aber das ist auch da so eine Gewöhnung. Es ist eben so, ich weiß nicht mehr zu 1000% genau, wie es mit dem ersten gewesen ist. Das sind jetzt 16 Jahre her, wo ich es gespielt habe. Na, aber so ein Gefühl habe ich natürlich noch von damals. Und irgendwas sagt mir, so habe ich mich auch beim ersten Psychonauts gefühlt, ne? dass ich es trotz des Gameplays gespielt habe, weil das drumherum mich interessiert hat. Und man muss natürlich eine Toleranzgrenze für den Grafikstil auch ein bisschen haben. Das ist natürlich cool, aber es sind nicht auch alle Level dann irgendwelche Mundhöhlen mit Zähnen, die herauswachsen. Ne? Also man muss nicht auf alle Phobien oder so eingehen. Aber die Charaktere sind schon ganz schräg mit ganz komischen Proportionen. Yeah. Und das war jetzt Footage, die ich auf dem PC gespielt habe, in 1080p auf Ultra-Settings, also auf den höchsten Settings zumindest, die man machen konnte da drin. Die haben so einen gewissen Qualitätsgrad mit dem abstrusen Design, das so leicht erschreckend auf mich wirkte. Ne? Wenn du diese Figuren siehst und dann hast du so realistische Licht- und Schatteneffekte, die über diesen großen Kopfwülsten dann drüber hingehen. Mhm. So leicht scary war das auch. Ja, weil darauf habe ich Bock. Das ist cool. Ja, ich mag den Style. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist nicht für jeden was. Ich glaube, auch hier in der Redaktion gibt es, glaube ich, so 1-2 Leute, die damit nicht so viel anfangen können. Aber also jetzt rein egoistisch gesprochen, ich mag Jump'n'Runs und ich mag es, wenn es so ein bisschen abgefahrener und wilder ist, wenn man so die Ideen vielleicht so auf die Spitze treibt. Finde ich spannend und allein, also ich mag Psychonauts, ich mag die Welt. Hast du eigentlich diesen VR-Ableger mal gespielt? Nee. Für PlayStation? Hab ich bisher nicht. Der soll auch, glaube ich, ganz nett sein, auch wenn es jetzt auch nicht so die Creme de la Creme ist. Ich freue mich, weil das hat so eine krasse Geschichte, dieses Spiel. Erinnerst du dich noch mit Notch? Ja. Ganz merkwürdig. Ja. Das war, korrigiere mich, das war direkt nachdem sie Broken Age finanziert haben. Das war schon 2012, 2013. Da hat sich ja Notch, weiß nicht, ob er da schon seine Microsoft-Milliarden hatte. Das ist der Minecraft-Erfinder. Genau, der wurde ja quasi ausgekauft von Microsoft. Die haben ihn ja Milliarden in die Tasche gepackt, damit er sich ein Anwesen kauft und lauter Smarties, die vergammeln jetzt in ihren Plastikröhren. Hat er sich installieren lassen, glaube ich. Nicht Smarties, M&M's, also keine Ahnung. Ganz viele Süßigkeiten. Ganz viele Süßigkeiten hat er sich gekauft, die jetzt verrotten in seinem Anwesen. Und der hat, glaube ich, irgendwie angeboten, ja, dann bezahle ich euch doch das Sequel. Ne? Ja. Und die hatten auch Talks gehabt, aber letzten Endes ist es doch nichts geworden. Ne? Und jetzt haben die es über, das war das an die andere. Über Fig haben sie das. Fig, F-I-G. Ja. G, nicht G ist das richtig. Das war, glaube ich, auch so diese neue Crowdfunding-Plattform, wo Double Fine, glaube ich, auch mit drin war oder zumindest Leute von Double Fine. Genau, die haben es mitgegründet und ich weiß nicht, ob das dann so war, dass das Geld direkt bezahlt wird und nicht erst, wenn es gefundet wurde. Irgendwie war das auf jeden Fall. Genau, du hast hier quasi so Anteile dir geholt von dem jeweiligen Projekt, wo du auch im besten Fall, wenn du das ausgewählt hast, dass du halt auch ein bisschen Gewinn damit erzielst oder Marge oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, Fig ist aber auch ist kein Erfolg geworden. Also ich glaube, das haben sie sogar eingestellt. Gibt es irgendein Projekt, was mit Fig jetzt finanziert wird? Ja, ich glaube hier, Pillars of Eternity heißt es. Ach, das kam da drüber? Obsidian oder so? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Scheiße, jetzt funktioniert das. Dreifach ironisch natürlich, dass sie jetzt von Microsoft aufgekauft wurden, mit dabei. Angabe aktuell noch ohne Gewähr, ich muss das hier noch nachgucken, aber fig.com funktioniert auch übrigens nicht mehr. Mit G.
Das müssen wir nochmal betonen. Ja, und darüber kam Psychonauts. Irgendwann wurde Double Fine komplett von Microsoft übernommen und dementsprechend ist es jetzt auch ein Microsoft-Projekt. Wird für im Game Pass oder im Rahmen des Game Passes erscheinen, aber du hattest ja schon erwähnt, für PlayStation und für normal PC kommt das auch. Genau, raus. Das war jetzt die PC-Version eben. Es sollte auch auf den älteren Konsolen, also PS4 und Xbox One S, Xbox One, so lauffähig sein. Habe ich jetzt nicht darauf gesehen bisher. Auf dem PC war es einwandfrei, zumindest bisher in technischer Hinsicht. Mhm. Mal sehen, ob sich dann noch mal was für die One X, Series X dann überlegt wird oder PS5. Aber ich weiß nicht, was du da noch grafisch extra außer noch hübscheren Lichteffekten rausholen möchtest oder noch mehr Szenen. Ne? Wie gesagt, sie sind vielleicht meine Wurstfinger. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Spaß damit gehabt, aber das Design hat mich überzeugt von den Leveln. Also die Kreativität, die drin ist, meine ich. Ich bin gerade auf fig.co, nicht .com. .co. Wieso sieht's aus wie Steam? So, die Website funktioniert tatsächlich immer noch und du kannst hier anscheinend auch noch an Projekten. Was möchte ich denn kaufen? Outer Wilds. Outer Wilds darüber? Kaufen? Ist es jetzt eine Plattform? Ist es jetzt eine Steam-Plattform? Guck mal, buy now, nachdem es über 100% ist. Campaign successful, ja. Outer Wilds, fantastisches Spiel. Ja. Anscheinend auch. Weißt du, ob das die Hauptplattform gewesen ist? Kannst du mal auf den Psychonauts-Button gehen? Geh mal die Seite zurück. Da ist auch Psychonauts darunter gewesen. Oh, echt? Ja. Da unten links. Ah, ja. Wie viel hat's eingebracht? Fast 4 Millionen Wirklich? Dollar. Also, ich glaub, das wundert mich. Hier, das Ziel war 3,3 Millionen. Also, ja, es wundert mich in der Richtung, ich meine, Broken Age war ja super erfolgreich, selbst ich habe 100 Dollar da bezahlt, also quasi eher so als Dankesgeld an Tim Schäfer für das beste Game aller Zeiten mit Day of the Tentacle. 33 Euro hast du bezahlt. Nur nach der bisschen negativen Erfahrung, die viele mit Broken Age hatten, wobei Double Fine natürlich immer super transparent war. Da gibt es auch diese tolle Doku-Serie, die man sich ja auf Steam angucken kann. Oh, aber Broken Age war ja nicht vielleicht das Spiel, wofür viele Leute Geld bezahlt haben. Es war nur ein Nachfolger im Geiste der alten LucasArts Adventures, aber immer noch ein eher modernes Spiel. Das hätte ich eher wahrscheinlich für Thimbleweed Park dann bezahlt von Ron Gilbert. Das haben sich, glaube ich, auch die meisten gewünscht und auch erwartet. Dass statt Broken Age halt sowas wie Thimbleweed Park kommt. Vielleicht war es auch nur der Stil, der Grafikstil oder auch so, ne? Es war ja ein eher modern aussehendes, also es sieht aus wie alle modernen Double Fine Games. Mhm. Die haben ja eh diesen eigenen schrägen Stil da drauf. Und inhaltlich war es ja auch cool. Nur, ich hätte es ja doch gerne so aussehen können wie die alten Point-and-Click. Die Leute haben es gerade gesehen und ich auch. Ich hoffe, du nicht. Hier in der Kampagne stand auch, wie viel sich das Haupt-Psychonauts, also das erste Psychonauts, verkauft hat. Was glaubst du? War ja ein finanzieller Flop damals. Ich sag mal, ich bin mal ganz forsch und sag 45.000 Exemplare. Die Gesamtverkäufe? Ja. Erinner dich, es kam irgendwann auch Humble Bundle dazu. Ach so, Humble Bundles, ja, ich dachte, die Urverkäufe. Alles. Dann, sagen wir mal 200.000. Regie, wir lösen auf. Wo steht's? Ja. Yeah. 1,7 Millionen? What? 437, Humble Bundle 736.000. Okay, GOG, aber das steht nichts von wegen den, 2005 bis 2010. Wobei, diese 500.000 sind auch nicht schlecht knapp, also was das Original verkauft hat, bevor dann die späteren Fassungen dazu gekommen sind. Tatsächlich. Aber ja, das ist wahrscheinlich das, was damals, wer war der Publisher? War das LucasArts? Boah, wer hat Psychonauts gepublished damals eigentlich? Weil Double Fine sind ja später erst zum Self-Publishing gekommen. Das ist eine sehr gute Frage. Wer war das? Ich will jetzt mal Luke Lucas sagen. Nein, THQ. Was? Wirklich? THQ und Majesco steht hier. Majesco Entertainment, Name, den ich auch schon lange nicht mehr gehört großartig. Habe. THQ. Das ist eine geile Nerdquiz-Frage. Das ja jetzt nicht mehr. Aber, aber du hast recht. Publishing Majesco Sales. Okay. Ja, Psychonauts. Ja, hoffentlich bald mehr dazu, Ende August. Ja, wir werden das hier auf jeden Fall nochmal besprechen, wenn es dann soweit sein soll. Oh nein, Gregor, hörst du es? Ma. Die Beschwerden. Erst Japanokram und jetzt noch auch noch bunter Shit. Wo bleibt denn der Hardcore-PC-Inhalt? Hardcore-PC-Inhalte? Könnte es etwa sein, dass, was habe ich hier in meinem, nee, ich habe keine dabei. Aber es wäre cool, wenn ich die jetzt rausgeholt hätte, oder? So, wir reden natürlich von der Steam Deck, die neue Handheld-Konsole von Steam Deck, Valve. Oder? Das Steam Deck von mir aus finde ich nicht so wild, soll im Dezember 2021 rauskommen, ist nicht mehr so weit weg und es soll quasi die Kampfansage sein Richtung Switch, du kannst PC-Spiele mit einer super potenten Hardware spielen und das, egal wo du bist, theoretisch.
In der Theorie, genau. Also ich war auch, wie du wahrscheinlich, erstmal überrascht von der Ankündigung, weil blam, war es auf einmal da. Mhm. Ich hatte jetzt auch nicht irgendwo durch die Blume gehört, hey, Valve arbeitet an irgendwas. Die arbeiten ja immer an irgendetwas. Ja. Aber dass sie jetzt versuchen, die PC-Switch sozusagen zu machen. Und im Grunde muss man ja sagen, Valve haben eh, also sieht man nochmal die Specs so ein bisschen. Genau. Mit einem, vor allem interessant, 1280x800 Touchscreen, nicht 720p, sondern die gehen auf ein 16:10 Bild, ja, also wie es viele alte PC-Monitore sind. No? Mhm. Hier sieht man auch, dass du du kannst zwar ein Dock nutzen. Aber es ist nicht dabei. Dieses Dock ist aber nicht dabei. Es soll später halt nochmal kommen. Das kannst du dir dann aber nochmal separat kaufen. Und das ist halt so das Ding, weil das ist nicht nur eine Handheld-Konsole wie die Nintendo Switch, sondern auch ein vollumfänglicher PC. Mhm. Also du hast SteamOS drauf. Du kannst dir verschiedene Betriebssysteme draufpacken, du könntest dir theoretisch sogar Windows draufpacken, kannst den Game Pass dir runterladen und darauf den Game Pass spielen. Mhm. Und wenn dann steuerungstechnisches vor allem mit dazu kommt, das fand ich auch ganz interessant. Auf den ersten Blick hatte ich gedacht, sehr komische Platzierung, vor allem was die Knöpfe angeht. Erste Erfahrungsberichte haben jetzt zumindest gesagt, dass das tatsächlich gar nicht so unangenehm dann sein soll, dass zum Beispiel die Buttons da oben sind. Weil fällt mir noch schwer zu glauben. Ich muss mal gucken, es hängt davon ab, das ist schon ein Klopper natürlich. Ja. Ne? Also wie sehr greifst du darum, auch die Controller, das finde ich schade, dass sie nicht abnehmbar sind, dafür, dass du so einen hohen Preis dann bezahlst, weil das würde das Ganze nochmal rund machen, wenn du dann sagst, ey, das ist dein Controller, den du hast, dann hast du genau wie bei der Switch, packst du ans Dock, nimmst du dann raus und kannst ja dann zocken, so brauchst du einen zusätzlichen Controller immer, wenn du dann damit spielen möchtest. Es soll sich angeblich aber trotzdem ganz gut anfühlen von der Steuerung. Du hast diese Touchpads an der Seite, die die Maussteuerung imitieren sollen. Es sind aber auch wie bei der Switch Gyrosensoren drin. Ja. Dass du damit spielen kannst. Das sehen wir gleich nochmal. Was hatten sie da gezeigt? Portal oder was auch immer, was sie dann damit gespielt haben. Da wäre meine Frage, das ist natürlich eine coole Sache, ne? Weil ich liebe das an der Switch oder beim 3DS, wenn du damit dann zielst. Ist das was, was nativ vom Betriebssystem gemacht wird oder müssen die Spiele das unterstützen? Ne? Weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wie es zum Beispiel ein Game, was auch immer sie hier zeigen, gerade ist es Halo? Keine Ahnung. Nee, sieht nicht nach Halo aus. Ist das oder? Apex? Ja, irgendwie so ein Quatsch. Mhm. Ja, das ist Apex wahrscheinlich. Oder Hades hier so ein bisschen. Aber wenn sie die ganzen Sachen, die Switch ausmachen, für unterwegs mit einem guten Screen spielen, Gyrosensoren, die mit dabei sind, alles drum und dran umsetzen können, dann werde ich es, glaube ich, auch häufiger benutzen als meinen mobilen PC, den ich mitgebracht habe. Ja, den können wir uns gleich nochmal angucken. Wann hast du dir deins vorbestellt und wie viel Stück waren es, Elias? So, ich habe mir noch keins vorbestellt, weil, hier sieht man es übrigens, das ist für mich echt ein krasser Move. Du hast einfach einen kleinen PC, der auch echt potent ist. Also das ist nicht einfach wie hießen die damals nochmal, Smartbooks oder so, die du dir für 200 Euro gekauft hast und die liefen grauenhaft und waren super laut. Netbooks, ja. Ich hatte den iPC von Asus, hatte ich da. Oh, ich hatte mal auch einen, ich war überhaupt nicht damit zufrieden, habe ihn nach zwei Monaten wieder weg. Ich mochte meinen ganz gerne, aber der war natürlich, geleistet hat er kaum was. Ja, aber war so zum Schreiben halt. Für unterwegs Schreiben, Surfen war top. Ich bin zwischendurch auch nochmal umgestiegen, ich wollte so eine Mischlösung haben zwischen iPad und Laptop. Ja. Ne? Da gab es was, das war ein Pad, was man einstecken konnte an Tastaturen und dann hattest du so ein Mischpult, war super scheiße. Hier sieht man es nochmal. Ja. Das ist schon nice. Hier kann man das mit Left 4 Dead dann spielen. Ja. Guck mal, er aktiviert es gerade. Die Sticks haben ja auch kapazitive Flächen oben. Also die merken, wenn du den Finger draufpackst. Ich glaube, der hatte gerade den Finger draufgepackt und dann wurde der Gyro eingeschaltet. Ja. Nicht schlecht. Ich muss sagen, nein, bevor ich zu meinem Ding komme oder zu meinem Eindruck, was hast du gedacht, als das rausgekommen ist? Dachtest du dir, okay, will ich haben oder warst du erst einmal skeptisch? Mir war es relativ egal, muss ich sagen, ne? Weil die Idee ist nicht neu. Ne? Also die Idee jetzt ein Gerät zu imitieren sozusagen, was dann bestimmte Fähigkeiten hat, das aber auf PC umzumünzen. Da habe ich vor Jahren mir das GPD Win gekauft, ne? In weiser Voraussicht, weil ich habe sehr gerne mit der Vita und dem 3DS gespielt und die Switch, ich glaube, die Switch hatte ich damals auch schon. Ne? Also ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es gibt auch mehrere bessere Modelle davon. Und das ist quasi ein tragbarer PC, wo du Windows draufpacken kannst im Nintendo 3DS-Format. Ne? Also da hast du Analogsticks hier mit dabei, Steuerkreuz und Buttons und alles und eine Tastatur noch mit dran. Ich
war das ein Touchscreen hier noch? Du siehst, also ich habe ihn seit Jahren nicht mehr angemacht, ne? Wie wert das gewesen ist. Grundsätzlich ein cooles Gerät, war vergleichsweise teuer. Ich glaube, es war so zwischen 300 oder 400 Euro oder so. Aber dafür wollte ich zum Beispiel für Games benutzen, um speziell Steam da drauf zu packen. Mhm. Weil manche Sachen gibt's nicht für den 3DS. Gerade solche Sachen, Legend of Heroes und anderen Krams, der dann oder die East Games, die es dann nicht dann auf allen Plattformen gegeben hat, wollte ich damit unterwegs spielen. Bin dann aber nicht mehr so viel mit der Bahn gefahren oder geflogen, ne? Und dann hat es sich nicht mehr so ergeben. Das Ding hatte so das Problem, dass es einerseits einen recht lauten Lüfter hatte und andererseits zieht das natürlich auch Strom weg. Das würde mich zumindest interessieren bei dem Steam Deck hier. Wie lange hält eine Charge? Ne? Da gibt es ja offizielle Angaben von Okay, wie viel soll es halten? So, sie sagen, und das ist eine sehr interessante Spanne, 2 bis 8 Stunden. Also 2 Stunden wirst du, aber Moment, wirst du spielen können, wenn du halt mit potenten Grafikoptionen spielst, also Raytracing und so weiter. Wenn du, es kommt halt immer auch auf das Spiel an, sowas wie Hades zum Beispiel, kann, denke ich mal, bis zu 8 Stunden dann ausgereizt werden. Also ich gehe nicht davon aus, dass du, wenn du ein fettes AAA-Spiel spielst und das mit auch soliden Grafikoptionen, dass du nicht länger als 2-3 Stunden irgendwie unterwegs spielen kannst oder außerhalb eines Ladekabels. Unabhängig davon gehe ich aber davon aus, dass das für Indie-Spiele halt prädestiniert ist, um halt mehrere Stunden damit zu zocken. Also da ist es halt noch ein bisschen schwammig. Je nachdem, was für ein Spiel du spielst, kannst du auch dementsprechend lange zocken. Ja, also mal gucken, wie das sich wirklich in echt dann äußern wird. Ich erwarte jetzt auch nicht drauf, dass ich hier das neueste AAA-Game in vollsten Settings und 4K Downsampling auf 720p, immerhin, du hast ja nur 720p, also musst das nicht so hoch durchdampfen, damit dann spielen möchte. Aber wie bei der Switch wird es sich wahrscheinlich irgendwo dazwischen einpendeln. Schade finde ich, dass das Dock nicht mit dabei ist. Mhm. Na, also die haben zwar gesagt, es soll so ein Standard auch USB-C-Dock einfach sein. Genau, es gibt auch generell Docks, die man sich separat kaufen kann von Drittanbietern und sie empfehlen das auch, wenn man das jetzt haben möchte, kann man sich einfach Docks kaufen, aber das Offizielle wird noch auf sich warten lassen. Ja, funktioniert das dann aber auch genauso, sobald ich dann das Dock dran habe, sind dann zum Beispiel HDMI und Maus und Tastatur dran, dass es wie bei der Switch auf einmal dann die TV-Ausgabe umgeschaltet wird. Wie gut sind diese Features, die dabei sind? Weil grundsätzlich, selbst mit dem Ding konnte ich eben meine Indie-Games oder auch eben Jump'n'Runs und alles, je nachdem wie gut dann Steuerkreuz und Sticks und alles funktionieren, damit zocken. Ich war also nicht besonders gehypt oder so drauf, aber dann hat es so ein bisschen angefangen zu kribbeln, muss ich sagen, weil ich bin immer interessiert, was so neue Technik angeht und ich habe tatsächlich auch eins vorbestellt. Ja. Hast du eine Version? Die neue, die beste natürlich. Wirklich? Ja. Die kostet fast 700 Euro. Ja, ich weiß, aber naja, es ist, ich kann auch immer noch abbestellen, das ist immer noch die Sache, wenn ich keinen Bock habe. Bist du sicher? Ich war, ja. Aber du musstest auch Reservierungsgebühren zahlen. Genau, aber ne? auf diese 100 Euro kommst du nicht. Diese 4 Euro war es mir wert. 4 Euro, ja, die haben es 4 Euro gemacht, glaube ich, damit die, und jeder konnte pro Steam-Account nur ein Gerät vorbestellen, damit die ganzen Scalper, die sowieso aber sich dann, dann schon zugreifen werden, eh schon da was gemacht haben. Wobei, die haben versucht, bei Valve dem so entgegenzuwirken. Ah, wie gesagt, nur einmal pro Steam-Account kannst du das vorbestellen und es musste ein Steam-Account sein, der schon ein bisschen älter ist und mindestens vor ein paar Monaten Spiele gekauft hat. Ansonsten konntest du da gar nicht drüber vorbestellen. Okay. Ist aber gut. Ich bin auf jeden Fall interessiert, zumindest gadgetmäßig mir das anzuschauen. Warum es das teure Gerät war, die sagen zwar inhaltlich soll es gleich sein, allerdings der Speicher, der drin ist, sind natürlich umso mehr. 64, wie viel ist 64 Gig oder so das Standard? Auf jeden Fall 512 ist das große und hat auch NVMe-Speicher da drin, also Speicher in der Art, wie es zum Beispiel im PS5 oder Xbox Series X drin ist, von der Übertragungsrate. Und das wäre zumindest was in Sachen Zukunftssicherheit nochmal ganz interessant, weil irgendwann sollen ja doch auch mal dann PC-Spiele rauskommen, die auch auf schnelle Platten setzen. Na, da gab es doch irgendwie diese Initiative oder sowas, na, da vor ein paar Wochen, wo nochmal darüber gesprochen wurde, es kann ja nicht sein, dass die PC-Version dann der Flaschenhals nimmt, weil Klaus-Dieter daheim noch mit seiner SCSI-Festplatte dann das neue Halo spielen möchte. Wir sehen hier übrigens nochmal ganz kurz die verschiedenen Aufteilungen. Ja. Und ich dachte, vielleicht nimmst du das mittlere, weil 256 klingt auf jeden Fall besser, wenn es ja, dann drin ist. Ja, das wäre dann, glaube ich, für mich eher so die Variante. Und dann steht da hochwertiges, entspiegeltes und geätztes Glas. Also es ist kein entspiegeltes Glas bei den Dingen da drunter. Das heißt, ich kann nur meine Hackfresse sehen die ganze Zeit, wenn ich dann die günstige Version für 509, das ist ja auch schon. Eigentlich, wenn ich das jetzt so sehe, würde ich es wieder abbestellen. Das ist ja schweineteuer, ey. Oh, guck mal hier. Bestellung voraussichtlich möglich, 1. Quartal 2020. Ja. Bedeutet das, dass die komplette Fuhre, die erste, schon durch ist? Soll ich was zu meinem Bestellprozess dann auch sagen? Sehr gerne. Ich glaube, dass
Limit ist da gefallen, Freitag 19 Uhr oder sowas. Das heißt, natürlich war die Seite dann tot von Valve, egal über Steam oder ob du es über den Browser gemacht hast. Also die hat sich erstmal nicht gemeldet so richtig. Aber wenn du dann durchgekommen bist, war dann der Button vorbestellen für 4 Euro. Da stand aber auch voraussichtliches Lieferdatum diesen Dezember. Ne? Und ich hatte das dann gemacht und hatte dann nach mehrfachem Laden auch dann einen Warenkorb. Aber dann wollte meine Zahlung nicht durchgehen. Ne? Ich habe dann immer geklickt, okay, mit dieser Methode bitte bezahlen. Irgendwas hat hier nicht funktioniert, probieren Sie es in ein paar Minuten nochmal. Ich dachte jetzt, wenn ich jetzt zurückgehe und nochmal was in den Warenkorb packe, gilt das dann noch? Ich habe von anderen Leuten gehört, die teilweise stundenlang in dieser Kür drin waren. Aber bei mir hat es nach 1,5 Stunden oder so geklappt, dass ich dann diese 4 Euro bezahlen konnte und meine Bestätigungsmail bekommen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Leute vielleicht heute noch in der Line da hängen. Und diese Meldung 2022 kam schon kurze Zeit darauf, wo ich mal mit dem anderen Browser draufgegangen bin. Also die Chance scheint gering zu sein. Meinst du, dieses Gerät ist einer der Gründe, warum wir keine Switch Pro bekommen haben? Weil Valve die ganzen Chips aufgekauft hat? Pass auf, meine Theorie ist, dieses Gerät wird dafür sorgen, dass wir eine Switch Pro bekommen. Oh, weil, Pro meine ich. Weil ich bin der Meinung, dass das Beste, was uns Spielerinnen und Spieler überhaupt passieren konnte. Weil ich der Meinung bin, dass die Switch, ich finde das eine geile Konsole. Ich liebe diese Konsole und ich nutze sie fast jeden Tag. Aber ganz offensichtlich haben sie sich es auch ein bisschen gut gehen lassen jetzt so die letzten Monate und haben versucht, sich ein bisschen zu doll auf ihr Konzept auszuholen. Mhm. Bestes Beispiel, Switch OLED. Bin ich überhaupt kein Fan von und will ich auch fürs Erste nicht kaufen oder bestellen. Jetzt kommt mit Steam Deck ein Handheld, der richtig fett ist unter der Haube, mit dem du super viele Steam-Spiele spielen kannst und der auch noch ja mobil ist und sich hoffentlich, wenn es stimmt, was sie hier sagt und was sie propagieren, sich gut anfühlt, dann ist das die beste Kampfansage, die uns passieren kann, weil Nintendo hoffentlich oder generell alle im Gaming-Markt zum Schluss kommen, okay, wir müssen vielleicht unser Game upsteppen und zusehen, dass wir hier und da vielleicht ein paar neue Konzepte bringen oder auch ein bisschen mehr Power liefern und so einfach ein bisschen mehr Bewegung reinkommt. Das, finde ich, ist mit das Wichtigste und das Beste, was mit diesem Steam Deck passieren kann. Ich persönlich finde die Hardware erstmal richtig hässlich. Ja, die ist ziemlich hässlich. Ich finde das echt nicht schön. Und ist auch ein Klotz, ne? Also selbst die Switch kannst du nicht in die Tasche packen. Ey, das Ding ist über 0,5 Kilo schwer. Ich glaube 600 Gramm oder so. Das ist ein richtiger Brocken einfach. Und du siehst auch die Lüftungslöcher. Also ich habe ja schon von dem Lüfter in dem Ding hier gesprochen. Die Switch ist auch nicht unbedingt das leiste Gerät, wenn sie mal richtig überhitzt ist oder sowas, aber ich möchte eigentlich nicht so einen Föhn in den Händen halten. A, wegen der Hitze und B, ich möchte auch nicht, dass es surrt die ganze Zeit. Das würde mich nerven. Ich glaube, da spielt die Größe halt eine wichtige Rolle, weil je größer es ist, desto mehr Kapazitäten und Möglichkeiten hast du als Hersteller, die Wärme besser zirkulieren zu lassen. Und deswegen, ich glaube, das ist eher eine Stärke, dass es halt so groß ist, um dem halt entgegenzuwirken. Trotzdem sind die Specs, die das Ding hat, halt einfach überdimensional, wenn du das mit einer Switch vergleichst. Soll so in Richtung Leistung PS4, Xbox One. Ja, das ist halt einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn du es dann eben auch nur im Handheld-Modus mit so an die 27p ausgehen willst, ist es ja ein Vorteil. Ne? Du brauchst ja nicht mehr für diese Art Größe von Screen. Das heißt, du nimmst die freigewordene Leistung für Effekte, vielleicht für Raytracing oder sowas, DLSS, was du einsetzen kannst, was das alles noch besser aussehen lässt. Also das ist schon mal eine coole Sache. Die Kompatibilität ist so ein bisschen was für mich. Ich habe SteamOS jetzt nicht so groß eingesetzt bisher. Ne? Wie viel kann ich von den Spielen, wenn ich jetzt nicht unbedingt Windows drauf klatschen will? Weil da habe ich zumindest ein bisschen Sorge zum Beispiel. Ich will den ja jetzt nicht jetzt groß als weiteren PC benutzen oder so. Wie viel an Leistungen geht mir dann von den Spielen? Wenn auch ein Windows im Hintergrund laufen muss, ich habe das Gefühl, dass ein SteamOS vielleicht weniger an Ressourcen schluckt und das mehr für die Spiele übrig bleibt. Also was weiß ich, wenn du dann sagst, hey, mit Windows hast du 10 Frames weniger bei jedem Spiel, das fände ich nicht so geil. Aber wenn Windows nicht drauf ist, kann ich auch einen Großteil meiner Windows-Games zocken. Nicht alle sind auf SteamOS oder Linux oder sowas ausgerichtet. Und das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, das war einer der größten Schwächen damals von dem SteamOS. Es basiert auf Linux. Mhm. Und damals waren 15 Spiele oder so von Steam auf SteamOS irgendwie
Valve-kompatibel oder angepasst. Und jetzt hast du Proton. Das ist halt so ein Tool, das Valve entwickelt hat, mit dem alle Spiele quasi auch auf ein Linux-basiertes System transportiert werden oder portiert werden, ohne großartige Leistungseinbußen. Das bedeutet, dass du jetzt mit dem Steam Deck, das auf SteamOS und damit auch auf Linux basiert, darauf läuft Proton und das portiert quasi deine Spiele nahezu eins zu eins auch für dieses System. Das Ding ist, du hast nicht 100% Kompatibilität. Also du wirst immer ein bisschen Leistungsbußen haben, aber die sollen wohl nicht allzu groß sein, wie man es sonst bei solchen Portierungen kennt. Das müssen wir mal gucken, wenn das von Haus aus funktioniert wie so eine Virtual Machine oder sowas, die das von alleine macht. Was ich nicht haben wollen würde, ist, wenn irgendwie die Publisher selbst aktiv werden müssen, weil es gibt so viele Games bei Steam, die da existiert der Publisher nicht mehr, da ist er selbst also gibt es keinerlei Möglichkeit, dass da noch Updates oder sowas kommen. Das war so ein bisschen die Krux bei der Vita damals, ne, wo die Publisher aktiv irgendwie PSP-Spiele whitelisten mussten, sonst sind die nicht drauf gelaufen. Und ich hoffe nicht, dass es sowas ist, dass du dann von, was weiß ich, wie viel habe ich auf Steam, 1500 Spiele oder so, kann dann einen Bruchteil davon laufen lassen oder nicht das, was ich unbedingt haben will. Das ist beim MacBook schon ein bisschen nervig. Da, wenn du nicht gerade In-Home-Streaming oder sowas damit machst, hast du auch von deiner Liste die wieder schön runtergecuttet auf das, was du auf diesem MacBook auflaufen lassen kannst. Das ist der Marketing-Hook von dieser ganzen Proton-Geschichte. Developer müssen nichts machen. Das ist nahezu eins zu eins quasi auf SteamOS und Linux. Und deswegen, ich bin super gespannt, wie das ankommen wird und ob das geil wird, wie es sich anfühlt. Weil ich bin bei sowas bin ich nicht gerne Early Adopter, bin ich eher vorsichtig und gucke. Aber ich sehe auch enorm großes Potenzial, vor allem dann auch mit einer geilen SSD. Es wird kein Quick Resume haben, also du wirst nicht von Spiel zu Spiel hoppen können wie bei der Xbox, sondern du musst sie auch immer schließen wie bei der PlayStation. Aber insgesamt finde ich, ist das ein super spannender Aspekt, der jetzt dazu kommt. Und ich finde auch geil, dass Valve immer wieder erwähnt, ich glaube auch Gabe Newell im Interview mit IGN, die sagen auch ganz bewusst, ey bitte, Leute, macht mehr von diesen Hardware-Gimmicks oder von diesen Handhelds. Sie wollen, dass es mehr Gaming-Handhelds gibt. Das sagen sie auch ganz bewusst, weil sie wissen, am Ende, wenn du dir einen Handheld holst, egal wo, ist es ein Gaming-Handheld, ein PC-Handheld, dann wirst du früher oder später zu Steam kommen und dadurch machen sie halt natürlich auch Gewinn. Ja, wenn du es ganz aber dann dir anguckst, also verstehe ich das nicht ganz, diesen Aufruf von Gabe Newell, weil diese Dinger gibt's alle schon, ne? Werden nur in China hergestellt, die werden von Nvidia hergestellt oder so. Das Nvidia Shield ist nicht viel anderes, ne? Ja, aber es ist, glaube ich, nicht so massenmarkttauglich wie das jetzt. Das wird sein, ne? Also der Valve-Faktor ist eben hier, dass du die direkte Verzahnung mit Steam hast. Ne? Sogar Tim Sweeney hat sich positiv geäußert, ne? Mal sehen, wie gut dann die Epic Store-Spiele drauflaufen werden. Dann soll auch funktionieren. Wenn du Windows installierst oder von Haus aus? Das ist eine gute Frage. Ja, weil bei Windows kannst du ja machen, was du willst. Ne? Nur was, also Valve hat uns in der Form richtig gemacht, weil alle Hardware, die sie bisher gelauncht haben, ist gnadenlos gefloppt. Ne? Zumindest habe ich so. Was ist an Hardware von denen rausgekommen, wo du am Ende sagtest, geil ist das, ne? Das ist der Steam-Controller gewesen, das ist das Steam Link gewesen, wie sie alle heißen. Steam Link ist übertrieben gut, finde ich. Also es funktioniert echt gut. Und was viele vergessen, ist halt ihre VR-Headsets. Ach, stimmt. Da gab's hier, ja das was, HTC Vive, das soll auch fantastisch sein. Ist natürlich absurd teuer mit über 700 bis 1000 Euro, was du da zahlen musst. Aber die haben richtig viel auch Quatsch gemacht. Hier, diese Steam Machines, erinnerst du dich daran? Ja, ist mal diese Rechner, ne? Genau, ja. das sollte ja von ganz vielen kommen. Von Alienware kam ganz viel, dann sollte auch von Valve was kommen. Das kam nie raus. Das haben sie irgendwann eingestampft. Da gibt es sogar Previews, die ich heute gefunden habe, die dann auch unten als Update erwähnt haben. Ja, übrigens, kam leider nicht raus, sorry. Mhm. Aber sie haben sich echt gemacht. Auch der Controller, der ist jetzt vielleicht nicht perfekt, hat aber in der Nische seine Fans. Dann kam dieses Steam Link. Mit dem VR-Ding haben sie halt echt gezeigt, okay, sie haben es potenziell noch drauf. Und das wird, glaube ich, so die finale Prüfung sein. Wenn das halbwegs gut funktioniert, das hat übelstes Potenzial, finde ich. Ja, zumindest haben sie ja wohl einen Nerv getroffen, weil der Hype war ja auf einmal instant da, ne? Und auch so viele Leute, die dann in Reihe standen, um es dann zu kaufen. Wenn es jetzt nicht, also da habe ich mehr Vertrauen in Valve, als jetzt die Leute, die wie es nochmal die Ouya gemacht haben, ne? Weil mich erinnert so ein kleines bisschen daran. Ne? Ich habe diesen Begriff komplett aus meinem Hirn verbannt. Ich musste auch erstmal kramen und irgendwo eine Schublade aufmachen. Ich musste den Müll in der Mülltonne im Hirn wegkraben und das Wort Ouya wieder rausholen. Hast du es damals supportet? Ja.
Nein, aber Ouya hatte zum Beispiel den, da sind wir wieder beim Crowdfunding übrigens, aber das ist das andere große Crowdfunding. Wie viel? 7 Millionen Dollar, was sie damit gemacht haben? Ja, mega viel. Ja, Richtiges Produkt zur richtigen Zeit. Neue Konsolen nicht in Sicht damals. Oh, wir haben wieder Bock oder sowas. Und dann kommt, hey, so ein kleines Minigerät, was eigenes, eine neue Konsole und alles. Und alle fangen an, hier, Crowdfunding ist auch cool, lass uns darüber unterstützen. Und dann kommt das Gerät und es ist einfach so eine abgespeckte Handykacke mit lautem Lüfter und einer Handvoll Games mit Scheiß-Controller, die drauf laufen. Das wird beim Steam Deck. Das wird beim Steam Deck, glaube ich, nicht sein. Ne? Da habe ich genug Vertrauen in Valve, dass sie es besser machen. Aber an Hype sind schon andere gescheitert. Ne? Also das neue große Ding, wo alle das im Internet und auf der Welt drauf abgefahren sind. Und dann hat's gedauert. Und dann ist rausgekommen, was Käse. Ich sehe hier auch gerade, die Kollegen von The Verge haben auch einen Artikel veröffentlicht und haben hier auch Intel versus AMD, which gaming handheld is the best, gezeigt. Und hier sieht man es auch, wenn man kurz auf den PC geht, wie viele von diesen PC-Handhelds und auch alle natürlich gibt. Von der Switch kopiert, ne? Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also, du hast es ganz gut zusammengefasst. Das ist bei weitem nichts Neues. Das beste Beispiel ist dein Gerät, das du hier mitgebracht hast. Aber nichts hat so wirklich den Massenmarkt erreicht. Und ich glaube, ey, wenn das halt wirklich so, das hört sich alles eigentlich auch ein bisschen zu gut an, bis auf die Akkulaufzeit, die ich auch absurd finde für den Preis. 2 bis 8 Stunden ist halt für fast 700 Euro, also echt ein Witz. Du wirst ja auch nicht so easy machen können. Du hast gesehen, wie fest verschraubt ist, oder war keine Klappe oder sowas hinten. Es ist immer noch ein Prototyp. Vielleicht gibt es ja eine Klappe für einen größeren Akku. I don't know. Wie groß wird das Netz? Das Netzteil würde mich interessieren. Wobei, das funktioniert wohl wie ein Handy, ne? Da packst du ein USB-C-Kabel dran und gut ist. Kann ich mir eigentlich genauso vorstellen. Weil ansonsten, wenn ich PCs, da brauchst du ja deine 400, 500 Watt Netzteile mindestens, ne? Das ordentlich was abzurufen. Ey, ich bin super, super gespannt drauf. Keine Ahnung, ob das was wird. Ich bin heiß und will unbedingt sehen, wie das performt und vor allem auch, wie es sich anfühlt, weil ich auf dem Papier oder auf den Bildern sieht das aus wie ein ergonomischer Albtraum. Das mit den Buttons auch, dass du diese Touchpads hast auf beiden Controllern. Wir haben vorhin im Video gesehen, dass jemand einmal den linken Stick benutzt hat und statt den rechten Stick hat er das Touchpad benutzt. Und das sah mega krampfig aus, obwohl er da super entspannt lag. Ja, die größte Sorge sind für mich das Steuerkreuz und die Knöpfe eben, dass die so weit außen positioniert sind, wo, wenn es nach den ersten Berichten tatsächlich bequem sein soll, wenn es funktioniert wegen der Handposition, weil diese Griffe sind schon relativ groß. Ja. Kann natürlich sein, dass ein Großteil deiner Hand dann hinter dem Handheld verschwindet, ne? Damit du auch vielleicht diese unteren Knöpfe drücken kannst, wie bei den hier diesen speziellen Accessibility-Controllern, die diese Flügel haben unten. Benutzen ja auch ein paar Leute, zum Beispiel sowas gibt's ja auch unten mittlerweile beim Steam Deck. Wenn das halbwegs vernünftig funktioniert, weil das wäre vielleicht auch, wenn ich jetzt so Metroidvanias oder Jump'n'Run spielen möchte, möchte ich ja auch machen, Buttons drücken. Ich möchte ja dann nicht nur die Sticks verwenden. Na, so Sticks und Ballern und sowas sollte ja gut darauf gehen. Und klar, du hast die Touchpads, damit wird die Maus simuliert oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, da Echtzeitstrategie oder sowas drauf zu zocken. Ich würde auch keinen Ego-Shooter drauf spielen mit Mauslook dann damit. Ne? Wo ich dann hier mit dem lenke und dann so versuche, das zu halten, sondern ich will mit den beiden Sticks spielen. Das ist nicht. Was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir 4 Schulterpads haben. Nee, 6. Du hast R1, R2, R3 und R4. R1, R2. Sind das zusätzliche Tasten? Ja, das sind oder auf dem Rücken hast du 2 weitere Schultertasten. Genau, ich dachte, die wären gedoppelt sozusagen. Nee. R1 und R2 nochmal. Das ist R3 und R4 und L3 und L4. Und jetzt R2 und L2 sind aber richtige Trigger dann. Ja, ne? So sieht es zumindest aus. Hat. Ja. Meine Güte, das wird spannend. Wird das Ding ein bisschen Rumble haben? Stand das schon drin? Oh. Ja, weil die Switch hat ja Rumble über die Joy-Cons. Ja. Aber wer weiß, ob die da was verbaut haben. Oh, da habe ich nichts zu mitbekommen, muss ich sagen. So ein HD-SteamOS-Rumble oder so, wo es dann gute Frage. Dich draufsetzen kannst und dann hast du den ganzen Abend Spaß haben, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, lieber Gregor. Ich weiß nur, dass das Ding im Dezember rauskommen wird. Wie gesagt, die Preise sind 419 Euro für die normale Version, 550 Euro für die mittlere Version mit dem schnelleren Festplattenspeicher und dann nochmal 680 Euro. Hey, Liga. Für 512 GB und der schnelleren SSD plus ein paar Zusatzfeatures, wie zum Beispiel dieses krasse Display, das Gregor vorhin erwähnt hat. Meine Güte, das wird, ich finde es teuer. Ja. Für den Preis möchte ich es mir zumindest mal kurz angucken und schauen, wie das funktioniert. Ich sehe
für mich auf jeden Fall so einen gewissen, so eine gewisse Überschneidung, was meine Interessen angeht, weil ich ertappe mich oft dabei, wie ich Bock habe auf ein bestimmtes Indie-Spiel, das es nur für den PC gibt, aber ich keinen Bock habe, am PC zu spielen. Ich bin einfach jemand, der spielt nicht gerne am PC. I'm sorry. Ich hab's versucht. Dein PC nicht am Fernseher angeschlossen? Nee. Ich habe eine eigene Arbeitsecke. Dann machst du was falsch. Ist dein PC an einem Fernseher angeschlossen? Der PC, mit dem ich zocke, ja. Das machen wahrscheinlich viele. Na gut, ich mach's nicht. Deswegen, allein dafür finde ich das einfach spannend. Das ist ein eigener PC, du kannst Windows draufpacken. Es hört sich alles zu gut an. Ich will's mir vorher erstmal angucken und schauen, was passiert. So, was jetzt hier passiert, ist gar nichts mehr, denn die Sendung ist am Ende angekommen. Wenn euch das alles gefallen hat, höre ich irgendwelche Beschwerden noch? Ja, ganz lang. Nee, sagen alles. Was? Macht mehr japanische Spiele? Ja. Nein, das sagen sie nicht. Beschwerende Leute. Ich sage alles, aber das sagen sie nicht. So, ich hab da noch was. Gib uns einen Daumen nach oben, kommentiert fleißig. Ich möchte vor allem von euch wissen, was sagt ihr zu Steam Deck? Ist das etwas, das euch interessiert, das ihr euch holen wollt? Und wenn nein, warum nicht? Sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Danke.